Hier ist Jacqueline. Hallo, ihr Lieben. So, hier ist die Kamera. Hier ist Jacqueline von Seelenvision. Ich habe mich heute spontan entschlossen, für euch so ein kurzes, kostenfreies Livestreaming zu machen, da ich heute nicht dazu gekommen bin, Video für euch hochzuladen und es ja jeden Mittwoch um 20.30 Uhr ein Video gibt. Und deshalb dachte ich jetzt mal, ich mache hier eben dieses Streaming für euch und bin einfach gespannt, wer jetzt gleich zuschaut und wer zuschauen möchte. Und ansonsten könnt ihr ja dann das auch dann direkt dann sehen, wenn ich das Video dann hochgeladen habe. Genau, also, was ich euch sagen möchte, mir liegt heute am Herzen, euch eine Übung mitzuteilen. Und zwar eine Übung, die ich seit geraumer Zeit jeden Tag mache und auch mit meiner Tochter mache. Und diese Übung hat einfach ganz tolle Sachen hier in meinem Leben verändert. Und zwar geht es um die Übung der Dankbarkeit. Und darüber möchte ich ein bisschen was sprechen. Und dann würde ich gerne mit euch eine Meditation machen. Und ich gehe auch gerne auf eure Fragen ein. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr mir die direkt hier in den Chat rechts schreiben. Und ich werde die dann beantworten. Und wer auch gerne Karten gelegt haben möchte, eine Engelskarte gezogen haben möchte, kann das auch gerne rechts reinschreiben und ich werde dann einfach diese Karte für euch ziehen. Genau. Aber jetzt eben erstmal zu dieser Übung, beziehungsweise es ist eigentlich mehr als eine Übung, es ist eine Lebensveränderung. Und zwar, es geht um Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist in deinem Leben, dann sendest du durch die Dankbarkeit, durch deine Worte, durch die Energie, die du damit ausstrahlst, sendest du ganz viel Energie ins Außen, ganz viel Energie ins Universum. Und je mehr du Energie ausstrahlst von Dankbarkeit, je mehr du Energie ausstrahlst von Dinge in dein Leben ziehst, die du eben dankbar bist, desto mehr wird dahingehend auch in dein Leben zurückkommen. Das hat auch was mit Füllebewusstsein zu tun. Und da gibt es einfach eine Übung und die kann man auch wunderbar mit den Kindern machen. Und ich mache die auch ganz oft mit meiner größeren Tochter, indem du jeden Morgen, kurz bevor du aufstehst, also kurz bevor du deinen Tag beginnst, noch im Bett am besten, Dinge sagst, für die du dankbar bist. Also sei es, du bist dankbar, dass du am Leben bist oder du bist dankbar für diesen wunderbaren Körper oder du bist dankbar, dass die Sonne scheint, du bist dankbar für dieses Haus, in dem du bist, du bist dankbar für dieses Bett. Wir vergessen oftmals im Alltag einfach, weil wir so in unserem Rhythmus sind und so in unserem Alltag sind, vergessen wir diese Kleinigkeiten, für die dankbar zu sein. Und mit dieser Übung lernst du diese Sachen wieder zu schätzen. Und du kommst auch mehr durch diese Übung auch wieder ins Jetzt, in dem Moment. Bist weniger im Außen und du startest den Tag auch wieder ganz neu und ganz frisch so. Und diese Übung kannst du am Morgen machen und auch wenn du nur 2 Minuten dafür brauchst oder am Abend. Und du wirst sehen, es wird durch diese Kleinigkeit sich so viel in deinem Leben verändern. Der Tag wird ganz anders sein, weil du, wie gesagt, diese Energie aussendest und die Energie dann wieder zu dir zurückkommt. Und auch mit meiner Tochter hatte ich dahingehend einfach ganz tolle Erfahrung, weil die jetzt von sich aus immer sagt, komm, Mama, wofür bist du dankbar? Und oftmals, wenn ich daran nicht denke oder so, dann erinnert sie mich daran und sagt mir dann, Mama, ja, also ich bin heute dankbar für
meine, keine Ahnung, für meinen Kindergartentag oder ich bin dankbar für mein Bett oder ja, dass du da bist. Ja, genau. Ich habe eine Frage bekommen, letztens auch. Das ist mir, glaube ich, auch heute ganz wichtig, hier darüber zu sprechen, weil das auch jetzt gerade so im Internet kursiert. Und zwar war das eine Frage dahingehend, mir wurde ein Zeitungsartikel geschickt mit dem Titel Jacqueline, Yoga, also von einem Pfarrer sozusagen geschrieben, Yoga sei etwas Satanistisches und Yoga sei nicht spirituell und auch die ganze spirituelle Szene und New Age-Bewegung sei des Teufels gewidmet. Und ich wurde dazu gefragt, wie ich dazu stehe. Und das ist ein bisschen ein heikles Thema, aber dadurch, dass jetzt eben ganz viele Videos dahingehend auch im Internet kursieren, dachte ich mir, ich mache jetzt auch mal ganz kurz, ich spreche mal ganz kurz darüber. Und zwar meine persönliche Meinung, ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Meinung ausgehen. Und zwar geht es da auch grundsätzlich um den Punkt Reiki. Also Reiki sei nicht von Gott und also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mit 14 damals einen Reiki-Kurs gemacht und das hat mich damals sehr weitergebracht. Also ich war schon in meiner Kindheit sehr hellsichtig, habe mich dann ein bisschen verschlossen, weil ich dazugehören wollte und habe dann wieder eben mit 14, hab ich mich wieder auf die Suche begeben. Geben und habe da eben diesen Reiki-Kurs gemacht. Und mir hat der damals sehr geholfen. Also meine ganzen Hellsinne und so weiter haben sich da wieder geöffnet. Und ja, hallo. Schön, dass ihr das schreibt. Ja, und dahingehend kann ich nur sagen, dass damals Reiki für mich wirklich ein augenöffnendes, ja, augenöffnend war und mich sehr viel weitergebracht hat auf diesen spirituellen Weg. Aber ich muss schon sagen, also wenn ich jetzt in diese Reiki, ich habe mich mittlerweile distanziert von Reiki und wenn ich mittlerweile in diese Reiki-Energie reingehe, dann merke ich und spüre ich, dass sich da sehr viel, also dass sehr viel da auch Negatives mitschwingt. Also Reiki arbeitet ja auch mit Symbolen und diese Symbole, mit denen wurde auch ganz viel, ja, wie soll ich sagen, negative Energie oder mit den Symbolen wurde auch in einer negativen Art und Weise gearbeitet. Und dahingehend ist diese reine Heilungsenergie nicht mehr ganz rein. Also dieser Kanal spüre ich, wenn ich in die Reiki-Energie reingehe, ist nicht mehr ganz frei und ist nicht mehr ganz rein. Und deshalb kann man schon sagen, also ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass Reiki etwas, ja, Satanisches wäre oder so, aber es wurde da schon eben negativ, auf negative Art und Weise gearbeitet. Aber was ich noch sagen möchte, in dieser Bewegung eben, was ich vorhin angesprochen habe, heißt es ja auch, dass Yoga eben nicht spirituell wäre und eben, dass wir sozusagen keine spirituellen Wesen wären, also dass Gott nicht, Gott ist getrennt von uns und Gott ist Jesus Christus und wir sind sozusagen nicht göttlich, also wir wären nicht göttlich. Und wenn ich in diese Energie reingehe und wenn ich habe mich damit 2 Wochen jetzt auseinandergesetzt und wollte nicht gleich da eine Antwort geben, aber wenn ich in diese Energie jetzt reingehe,
dann finde ich das sehr traurig. Also es macht mich sehr traurig, weil ich spüre dann ein wie eine Art Getrenntsein, was wir eigentlich gar nicht sind. Also ein Getrenntsein von Gott, wenn man sagt, Gott ist irgendwie da und Gott ist Jesus Christus und wir wären nicht göttlich. Man sagt dann auch eben, dass Steine zum Beispiel schön anzusehen sind, aber auch keine Energie ausstrahlen, weil man sonst ja einen Stein zu etwas Höherem macht wie Gott oder wie Jesus Christus. Und wenn ich jetzt einen Stein hier in die Hand nehme, hier so einen wunderbaren Stein und den betrachte, dann sehe ich einfach, also da sehe ich Energie und da sehe ich und ich spüre auch ganz viel Energie, die davon ausgeht. Also kann ich persönlich nicht behaupten, dass hier nicht Energie zu spüren wäre und nicht auch hier Göttlichkeit durchfließt. Also ich persönlich kann eben nur sagen, mich macht das sehr traurig und ich sehe das ganz und gar nicht. Ich sehe uns alle miteinander verbunden, eben durch diese Göttlichkeit, die wir durch uns durchlassen und die wir, wo Gott sich durch uns erfahren kann und wir eben auch die Möglichkeit haben, dadurch, dass wir göttliche Wesen sind, zu schöpfen. Also unseren Alltag so zu kreieren, wie wir möchten, unser Leben zu kreieren durch diese Göttlichkeit. Was ich schon sehe, ist, dass wir uns öfters hingeben sollten. Also hingeben, wirklich zu sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel merken, okay, wir wissen jetzt nicht weiter oder so, dass wir wirklich in die Mitte gehen und in unser Herz fühlen und dann einfach sagen, okay, ich lasse jetzt geschehen, ich lasse jetzt Gott durch mich wirken und ich lasse jetzt geschehen. Ja, also das dazu, auch in der Yoga-Szene, also ich kann das gar nicht so bestätigen, was ich sehe schon, dass natürlich viele vielleicht Posen oder so jetzt nicht, ich sage jetzt mal so göttlichen Ursprungs sind, aber trotzdem ist es wunderbar, wenn jemand Yoga macht, weil er damit seinen Körper bewegt und auch die Posen lassen ja schon Energie auch fließen. Also das zu dieser Frage, wie ich das sehe, ich sehe uns nicht getrennt von Gott. Dazu sind wir viel zu, ja, zu groß, wir alle. ich wollte euch nochmal sagen, ihr könnt gerne hier rechts, ich sehe, jetzt sind einige Zuschauer da, schön, dass ihr hier dabei seid, und ihr könnt gerne hier Fragen stellen. Jetzt kommen einige rein. Wohnst du in Erfurt? Nein, ich, lieber Karl, ich wohne nicht in Erfurt. Ich wohne in Baden-Baden. Sieht man diese leuchtenden Punkte im Himmel nur, wenn das dritte Auge geöffnet ist, weil ich das mal gelesen habe? Bei mir wird das dann manchmal auch zu so einer Art Strahl in den Himmel. Ich weiß jetzt nicht, welche leuchtenden Punkte du meinst. Meinst du die Orbs? Also die Orbs kann man ja am besten sehen, wenn es wirklich, wie soll ich sagen, wenn auf Fotos kann man die am besten wahrnehmen. Ja, hallo, schön. Und auf Fotos kann man die am besten wahrnehmen, aber wenn du jetzt diese leuchtenden Punkte, wenn du jetzt in den Himmel schaust, gibt es auch noch eine andere Art von leuchtenden Punkten. Ich sehe die oftmals als eine Art, wie soll ich sagen, Netz oder Gitter, so. Und wenn du das dritte Auge geöffnet hast, ist es natürlich viel leichter, die auch wahrzunehmen. Es gibt einige Videos von mir ja auch, wie man das dritte Auge öffnet und so. Und deshalb möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber klar kannst du diese Dinger, wenn du rein bist und frei bist und eben dein drittes Auge geöffnet hast, eben dich für die, ich sage jetzt mal, deine Intuition aufgemacht hast, für deine Hellsichtigkeit, deine Hellfühligkeit, die in uns allen herrscht oder so, kannst du natürlich diese Energien und auch diese Lichtpunkte besser wahrnehmen. Ja. Einmal dazu,
Ich würde jetzt gerne erstmal eine kleine Meditation mit euch machen. Ich weiß, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann gerne. Dann schreibt sie einfach. Ich warte jetzt mal ganz kurz. Ja, ich hatte heute den Impuls, eben dieses Livestreaming zu machen. Und finde das auch immer schön. Was ich jetzt eben gerade am Basteln bin, was ich euch mitteilen möchte, ist, ich habe vor mittlerweile 2 Monaten einen ganz tollen Online-Kurs aufgenommen, und zwar zum Thema Ich bin Fülle. Es geht darum, die ganzen Reprogrammierungen loszuwerden, die in uns herrschen. Es geht darum, die Programmierungen loszuwerden, die in uns herrschen. Es geht darum, eben von der inneren Fülle in die äußere Fülle zu kommen. Und wir waren jetzt gerade am Basteln, am Trailer, und ich bin jetzt auch die ganze Zeit am Basteln an der Internetseite. Und das ist ein Kurs, der mit sehr viel Herzblut von mir entworfen wurde, weil ich oftmals durch die Straßen gehe und sehe, dass so viel Mangelbewusstsein in uns herrscht und wir ständig eben mit Mangel bombardiert werden. Und wenn man nicht wirklich, ich sage jetzt mal, diese Fülle in sich trägt, sondern eben auch vielleicht durch seine Kindheit auch schon da programmiert wurde oder getriggert wurde oder ich sage jetzt mal nicht wirklich stark in sich ist, nimmt man so viel Mangel auch auf. Und im Unterbewusstsein wird das dann gespeichert und im Unterbewusstsein wird das dann, wie soll ich sagen, nehmen wir das auf und leben das so aus uns heraus, ohne dass wir das wirklich bewusst machen. Und daraufhin habe ich mich auf eine Reise begeben, eben auch durch sehr Input von sehr auch reichen Menschen, aber ich sage jetzt mal reichen, guten Menschen, die eben auch sehr spirituell unterwegs sind, und habe dahingehend einen Kurs entworfen, wie du wirklich in deinen inneren Reichtum wiederkommst, in deine innere Fülle und die dann eben auch in außen manifestierst. Und da bin ich gerade am Basteln und bin total aufgeregt, weil das so ein Herzensprojekt von mir ist. Und ich werde darüber auch noch bald ein anderes Livestream machen, wo ich näher darauf eingehen werde. Ich wollte euch jetzt eben nur ganz kurz sagen, was eben gerade hier ja so in mir vorgeht und wo ich gerade herkomme, so 5 Minuten vor diesem Livestreaming. Ich habe hier weitere Fragen. Ich will einen Reiki-Kurs machen. Geht das auch über Skype oder Telefon? Ich bin da etwas skeptisch. Vielleicht erwähnst du, ob es auf diese Weise möglich ist. Vielen Dank, Manuela. Liebe Manuela, also einen Reiki-Kurs über Skype oder Telefon ist sehr interessant. Also bei mir gibt es keinen Reiki-Kurs über Skype oder Telefon. Also ich persönlich glaube, dass es möglich wäre über einen sehr intensiven Online-Kurs. Das glaube ich. Wobei es bei Reiki ja auch immer diese Einweihungen gibt. Und ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, wie man diese Einweihungen jetzt über einen Online-Kurs oder über Skype oder Telefon machen könnte. Deshalb zu deiner Frage, Manuela, ich persönlich würde das jetzt nicht raten, oder ich persönlich würde das jetzt nicht machen über Skype oder Telefon, aber es ist eben ja von jedem selbst die Entscheidung. Also was eben gut geht über Skype oder Telefon ist eine Energiebehandlung, sage ich jetzt mal so. Also wirklich eine Heilbehandlung. Das geht, aber einen ganzen Reiki-Kurs zu machen über Skype oder Telefon, glaube ich nicht. Da gibt es noch weitere Fragen von da. Lösche die Symbole, dann fühl noch mal, wie die Energie ist. Keine Ahnung.
Schön, Karl Scholz, wenn du durch Wände gehen kannst, ist das wunderbar. Ich bin noch nicht so weit. ich bin noch nicht so weit, durch Wände zu gehen. Lustig, die Superpower. Aber ich habe, möchte ich euch ganz kurz sagen, vorgestern einen wunderbaren Film gesehen. Und zwar ist der Männer, die auf Ziegen starren. Und das kann ich nur empfehlen. Das ist echt ein toller Kurs. Und ein toller Film, den ich euch empfehlen kann. Und da geht es eben auch um diese Sache. Es geht auch um Remote Viewing. Und es geht um eben Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit und eben Superpower und eben eine Truppe, die sozusagen konträr gegen unsere Soldaten, also eine neue Soldatengruppe, die eben kämpft durch ihre Hellsichtigkeit, durch ihre Hellfühligkeit, durch ihre Spiritualität. Und das ist eine sehr tolle Komödie, also ein guter Filmtipp für euch. Ja. Wie denkst du, kann man am besten seine Vergangenheit verarbeiten? Also es kommt natürlich drauf an, meinst du die Vergangenheit jetzt in diesem Leben oder in vorherigen Leben? Bei der Vergangenheit ist ein großer Faktor sind seine Eltern. Also das, was man mit seiner Mutter und mit seinem Vater erlebt hat, das ist die Hauptsache, die uns wirklich prägt und die uns die uns so in den ersten 5 Lebensjahren werden wir so geprägt, und das sind teilweise Dinge im Unterbewusstsein, die wir schwer oder wieder rausbekommen. Also da ist schon sehr viel Arbeit gefragt. Und ich habe dazu eine ganz tolle Übung, die geht wirklich um Vergebung. Also ich sage, die Vergangenheit verarbeiten, ohne Vergebung geht das nicht. Und vor allem eben seiner Mutter und seinen Vater vergeben und ihnen auch dankbar sein, dass sie dir das Leben geschenkt haben und dass sie dich geboren haben und dass du jetzt am Leben bist. Diese Übung, die mache ich auch immer in meinen Heilbehandlungen beziehungsweise auch in meinen Seelenreadings, wende ich die sehr oft an, weil oftmals bei vielen einfach so ein großes Problem ist mit eben, ja, mit dem Mutter-Vater-Thema. Was ich auch empfehlen kann, ist immer eine Aufstellung dahingehend, also wenn man einfach näher da reinblicken möchte in die Familie. Aber wenn es jetzt geht um irgendwelche negativen Ereignisse, die du erlebt hast oder so, oder die ihr erlebt habt, dann geht nichts über Vergebung. Also sich wirklich hinzusetzen und sagen, ich vergebe dir. Also wenn jetzt jemand Schmerz zugefügt hat oder wenn du jetzt schmerzhafte Dinge erlebt hast oder wenn du merkst eben, du drehst dich immer im Kreis herum, dir passieren immer wieder dieselben Dinge. Oftmals ist das eben so, dass eine Falschprogrammierung, jetzt sind wir wieder dabei, in dir, in deinem Unterbewusstsein drinnen ist und du deshalb immer wieder dieselben Dinge erlebst. Also zum Beispiel kommst du immer wieder auf denselben Mann oder so, auf denselben Muster vom Mann oder immer wieder im Beruf widerfährt dir dasselbe oder so. Und diesen Menschen, die dir eben da Schmerz zugefügt hat, solltest du vergeben. Und denn sonst führst du immer einen gewissen Groll in dir. Und dieser Groll ist dann nicht gegen den anderen Menschen, sondern der Groll kommt immer auf dich zurück. Das heißt, dieser Groll, den du in dir hegst, gegen einen anderen Menschen, der hindert nur dich selbst an deinem Leben. Das heißt, es ist immer etwas Bremsendes in dir, etwas, wo du nicht weiterkommen lässt. Deshalb schau dir mal an,
was diese Person, also jede Person handelt ja letztendlich auch nur aus einem, auch wenn sie schmerzhaft agiert, aus einer Sehnsucht nach Liebe heraus. Eine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Liebe, nach gesehen werden. Und viele Menschen eben können in diesem Moment eben, wie soll ich sagen, sind so auch in sich gefangen, auch in ihren Programmierungen wieder, dass sie sich nicht befreien können und dass sie eben sagen, ich muss jetzt so handeln. Und wenn du das erkennst und an diesen Menschen vergibst, der dir Böses getan hat, dann gibst du einerseits ihn frei sozusagen, also die Energie von ihm, aber vor allem eben für dich selbst. Und wie gesagt, es gibt da einige ganz tolle Übungen, die werde ich jetzt hier nicht beim Livestreaming machen, aber wenn du da näher eintauchen möchtest, dann kannst du gerne ein Seelenreading bei mir buchen. Ich schreibe da auch noch gerne meine E-Mail-Adresse, die habt ihr wahrscheinlich eh alle, aber ich schreibe die jetzt auch nochmal hier rein. Ja, da blicken wir näher, da kann ich eben auch sozusagen durch meine Hellsichtigkeit und eben durch Medialität gucke ich einfach, wo da eben auch was liegt, wo da Blockaden sind und tauche da eben so in ein Seelenreading darauf ein. Genau. Ich hoffe, deine Frage wurde dahingehend beantwortet. Wie kann man eigentlich herausfinden, wer man im früheren Leben war? Also ohne Geld auszugeben, meine ich. Die Frage ist, warum willst du herausfinden, wer oder was du im früheren Leben bist oder gewesen bist? Wenn es für dich wichtig ist, also ich sage es mal so, wenn es für jemanden wichtig ist, zum jetzigen Zeitpunkt für seine spirituelle Entwicklung oder für seine Entwicklung zu erfahren, wer er im früheren Leben gewesen ist, dann kannst du das auch ganz leicht, oder dann wirst du es erfahren, dann wird es dir gesagt werden. Also dann wirst du in einer Meditation, wenn du in einer Meditation bist, wirst du wirklich die Antwort bekommen. Aber ich sage immer, in dieser spirituellen Szene oftmals herrscht so eine Sache von, was auch sehr viel mit Ego zu tun hat, zu sagen, hey, zu profilieren, ich war das und das im früheren Leben und das ist mir passiert im früheren Leben und das ist das. Und dann frage ich immer, ja und jetzt? Hallo, was nutzt es dir, dass du, was weiß ich, der Ober-Maya-Spezi gewesen bist? Jetzt mal so gesagt, oder die Nofretete oder so. Was bringt es dir für dieses Leben jetzt? Es geht darum, im Jetzt zu sein. Und es geht darum, wirklich im Jetzt dein Leben zu meistern und im Moment zu sein und da vollkommen in seiner Liebe aufzugehen. Aber wenn du jetzt ohne Geld auszugeben eine Rückführung machen möchtest, dann geh in Meditation, komm in deine Mitte, in dein Herz und dann frag einfach. Also frag einfach die Spirits, frag Gott am besten, wer du im früheren Leben gewesen bist. Und wenn es für dich jetzt dienlich ist, also wenn es wirklich für deine spirituelle Entwicklung dienlich ist, dann wird es dir auch gesagt werden. Genau. Ich hoffe, deine Frage wurde beantwortet. Letztendlich kann ich euch allen sagen, dass ihr alles in euch selbst tragt. und zwar, wenn ihr, wie soll ich das sagen, wenn ihr in eure Stille kommt, in eure Mitte. Und wir machen gleich, wenn ihr wollt, machen wir gleich eine Meditation zusammen. Dann findet ihr die Wahrheit in euch immer selbst. Dann braucht ihr niemanden anderen. Was den meisten Menschen nur so undienlich ist dahingehend, ist die Tatsache, dass wir so viele Ablenkungen haben und selbst irgendwie gar nicht mehr wirklich so in die Stille kommen können, dass wir von außen
Also, dass wir so viel von außen bekommen, dass wir nicht mehr unsere eigene Stimme, die Stimme unserer Seele hören. Und letztendlich, wenn du in diese Stille von dir kommst, dann wirst du dort auch die Antworten erfahren und wirst du dort auch kannst du auch mit den Spirits kommunizieren, mit deinem Geistführer, mit den Engeln, mit Gott. Und Gott wird dann dir alle Antworten auch bringen. So, ich möchte jetzt, weil wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde, ich schau mal, ob wir hier noch ein paar Fragen haben. Oh, jetzt sind einige Fragen noch mal reingekommen. Ich beantworte jetzt noch eine letzte Frage und dann mache ich gerne mit euch eine kleine Meditation noch, um in eure Mitte zu kommen, in eure Stille zu kommen und den Tag heute wunderbar abzuschließen. Was sind für dich die drei wichtigsten Dinge, die du deinen Kindern fürs Leben mitgeben möchtest? Und wie machst du das erziehungstechnisch? Liebe Grüße von Miriam, ist das eine Frage? Miriam, Katharina. Hallo Miriam, Katharina, ein schöner Name. Also, was ich mit meiner Tochter, also ich habe das am Anfang schon gesagt, das Dankbarkeitsritual, aber es ist noch eine andere Sache, die ich mit meiner Tochter immer mache, und zwar, ich sage, lass sie immer die Wörter sagen, ich bin Liebe, ich bin Licht und ich liebe mich. Und da würde ich sagen, das erste Ding dahingehend, was ich meiner Tochter versuche oder meinen beiden Töchtern versuche mitzugeben, jetzt von klein auf, ist die Selbstliebe. Und zwar, dass sie sich so lieben, wie sie sind. Dass sie vollständig sind. Und dass sie ja, nichts sein müssen, sondern dass sie einfach sein können und so geliebt werden, aber auch vor allem sich selbst lieben. Das ist das Erste, die drei, also von den drei wichtigsten Dingen. Die zweite Sache, würde ich sagen, ist die Verbundenheit mit allen Geschöpfen dieser Erde. Also die Verbundenheit, dass wir alle, ich sage jetzt mal, geistige Wesen sind in einem Körper, und dass wir, ob Mensch, Tier oder Pflanze, alle ja miteinander verbunden sind und alle energetisch, wenn du etwas mir etwas tust oder wenn ich etwas tue, wird das wieder auf mich zurückkommen. Also, dass wir alle drei sozusagen, alle Mensch, Tier, Pflanze und das Universum miteinander verbunden sind. Und deshalb, weil ich auch fühle, wie sich Tiere fühlen, so wenn sie Schmerz erfahren, bin ich auch eben vegan geworden oder ist unsere Familie auch vegan. Und das ist der zweitwichtigste Punkt. Und der dritte Punkt ist, der Spaß am Leben. ja, also ich versuche möglichst meinen Kindern immer zu sagen und mit ihnen zu viel zu blödeln und viel zu Spaß zu machen und dass sie diese Freude am Leben einfach, ja, haben und nicht verlieren. Und dass sie damit gefüllt werden für das ganze Leben. Dass sie sich mit 40 erinnern, oh cool, so, das Leben macht Spaß, das Leben macht Freude. Und ich bin dankbar, am Leben zu sein. Das ist es vielleicht. Die Dankbarkeit, am Leben zu sein. Das ist auch was, was ich meinen Kindern mitgebe. Und das sind für mich die drei wichtigsten Punkte.
jetzt so intuitiv spontan gesagt. So, ich möchte mit euch jetzt eine kurze Meditation machen. Es sind jetzt da noch ein paar Fragen. Ich gehe vielleicht auf die Fragen einfach in nächsten Videos ein. Und ja, für diese Meditation bitte ich euch einfach, es ist eine kurze Meditation, einfach um diesen Tag wunderbar abzuschließen. Nehmt euch jetzt 5 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, mal schauen, wie lang es wird. Und schließt einfach mal eure Augen und schaut, dass ihr einfach schön, gemütlich sitzt. Also Hände und Füße sollten nicht überkreuzt sein. Und atmet einfach tief ein und aus. Nochmal tief ein und aus. Versucht, eure Aufmerksamkeit auf den Atem zu legen. Und mit jedem Ausatmen atmet allen Ballast vom Tag ab, aus. Alles, was euch gerade belastet oder belastet hat. Und mit jedem Einatmen atmet ganz viel Energie und Licht und vor allem Liebe ein. Lasst diesen Atem euren ganzen Körper durchströmen. Und kommt immer mehr bei euch an. Wenn Gedanken kommen, dann nehmt sie kurz wahr, aber schenkt ihnen nicht allzu viel Aufmerksamkeit, sondern lasst sie wieder ziehen und konzentriert euch auf euren Atem. Und nun fokussiert ihr bei eurem Herzzentrum in der Mitte eurer Brust einen goldenen Lichtball, also wie ein kleiner Lichtball, der immer größer wird und größer wird, sodass er euren Brustbereich durchstrahlt. Dieses Licht, das von diesem Lichtball ausstrahlt, strahlt jetzt in euren ganzen Körper hinein. In den linken Arm. Bis ganz hinunter strahlt dieses Licht. Bis zu den Fingerspitzen. Und es strahlt auch den rechten Arm hinunter. Bis ganz hinunter. Auch wieder bis zu den Fingerspitzen. Und dieses weiß-goldene Licht strahlt nun weiter hinunter in euren Bauchraum, in eurem Bauch, in all eure Eingeweide, in euren Darm, in euer Gesäß. Und strahlt nun auch das linke Bein hinunter, bis ganz hinunter, bis zu den Fußspitzen, bis zu den Zehen. Und dann strahlt es auch das rechte Bein hinunter, das Licht, bis ganz hinunter, bis zu den Zehen. Und nun strahlt das Licht auch hinauf, hinauf von eurem Herzbereich, hinauf in den Halsbereich, hinauf in euren Kopf. Es erfüllt euer ganzes Gesicht bis hinauf zum Scheitel.
Und dort stellt euch vor, dass oben aus dem Scheitel wie eine Lichtsäule hinaufgeht. Verbunden. Ganz hinauf strahlt das Licht wie eine Lichtsäule ganz hinauf und ist dort verbunden mit Gott. Und nun stellt euch vor, dass diese Lichtsäule hinuntergeht. Geht durch euren Körper hindurch, hinten bei der Wirbelsäule entlang, bis hinunter und bis tief, tief, tief in die Erde hinein. Stellt euch vor, dass von euren Fußspitzen wie ein lichtdurchflutendes Seil hinuntergeht in die Erde hinein und dort sich fest verbindet. Macht es vielleicht in Gedanken an einem Stein unten in der Erde fest. Und nun ist euer ganzes Körper, euer ganzer Körper ist von diesem Licht durchflutet. Spürt die Energie, spürt die Liebe, spürt Gott in euch. Und mit dieser Kraft, die ihr in euch jetzt tragt, nennt nun drei Dinge in euch, für die ihr dankbar seid an diesem heutigen Tag. Sagt im Geiste: Ich bin dankbar dafür, dass. Ich bin dankbar dafür, dass. Und nun wiederholt im Geiste diese Worte: Ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich liebe mich. Und ich bin dankbar, dass ich am Leben bin. Wenn ihr das getan habt, nehmt diese Kraft, diese Liebe, diese Energie, diese Stärke, die ihr jetzt in euch spürt, und nehmt sie mit in eure Träume jetzt gleich, in den morgigen Tag. Diese Kraft, diese Stärke, diese Mitte in euch, die könnt ihr jederzeit wiederfinden. Die ist in euch, zu jeder Zeit, wenn ihr den Fokus darauf legt. Und nun kommt wieder so langsam zurück in euren Raum, in euren Körper. Streckt euch ein bisschen. Streckt die Arme. Und regelt euch ein bisschen. Und wenn ihr soweit seid, könnt ihr die Augen aufmachen. Und wieder da sein. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Nacht, einen wunderbaren Abend. Schlaft wohl. Ich hoffe, euch hat dieses spontane Livestreaming gefallen. Wir können das gerne öfters machen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, bis bald und nehmt diese Kraft, diese Energie mit.
Ihr seid so tolle. Jeder von euch ist ein Geschenk Gottes, ist ein wunderbarer Mensch, hat so viel Kraft in euch und so viel Liebe. Erkennt das einfach an. Ihr trägt alles in euch. In diesem Sinne, vom Herzen an euch, bis bald. Eure Jacqueline Ananda. Und genau, wenn ihr gerne ein Seelenreading mit mir haben wollt, ich mache jetzt hier gleich nochmal in den Chat den Link rein, könnt ihr gerne buchen. Und sonst sehen wir uns bald, vielleicht bei meinem Online-Kurs. Ich bin Fülle. Ich freue mich da für euch. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann.